wird der Vulkan sein? Hier auf dem höchsten Punkt der Insel? Ja. Also wo wird die Mitte des Vulkans sein? Die Mitte des Vulkans. Da fliege ich immer mal nach oben. Und dann fliege ich wieder nach unten. Ja doch, da wo die Spitze da ist, das ist schon eigentlich ganz gut. Dann fange ich jetzt an, mich hochzubauen einfach. Ja. Oh, die Blöcke werden unsichtbar. Jetzt kann ich durch die Welt gucken. Jetzt nimmer. Fertig. Das ist ein schöner Vulkan. Ja, bloß auf. Oh, jetzt muss ich da oben drauf landen. Da muss ich erstmal was essen, damit ich regeneriere. Oha. Oha, first try. Nicht schlecht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Dann guck ich mal. Muss halt in Proportion zur Insel noch passen. Ja. Deswegen würde ich sagen. Vielleicht reicht das schon. Ja, ich denke das. Wobei, wenn ich noch 8 drauf mache, dann habe ich einen ganzen Stack. Ja, das hört sich doch gut an. Jetzt bin ich ein Stack. Das ist die perfekte Höhe. Und dann ist die Frage, das wo ich jetzt stehe, da wird ja der Krater sein, der ist schon ein bisschen niedriger dann wieder. Boah, warte mal. Der Krater, der wird innen hohl? Ja, ja. Ach, geh mal so, doch noch ein bisschen hoch. Ja, stimmt, der wird innen hohl. Ich dachte, wir machen Lava rein. Ja, unten aber halt. Unten, aber, ja, nicht oben, ja, ja, ja. Oben können wir so ein bisschen Lagerfeuer machen oder so, dass man halt ein Loch hat zum Durchfliegen, aber das ist qualmt. Das ist eine gute Idee. Was noch höher? Ja, ein bisschen noch. Ich glaube, das. Weil das muss ja. Das Ding ist. Ja, okay, ja. Warte, ich guck nochmal. Ja, höher als so würde ich es machen. Weil das Ding ist halt. Der muss halt richtig hoch über die Bäume rausragen. Und diese Dschungelbäume sind sauriesig. Aber wir müssen halt gucken, dass er nicht zu groß für die Insel wird. Aber ich glaube, so geht's noch. Weil jetzt, wenn wir ihn steil runter machen, quasi. Ich würde dann vielleicht noch ein bisschen machen. Noch ein bisschen höher? Ja, bis zu den Wolken. Also, ich weiß nicht, ob du deine Wolkeneinstellung noch hast, aber bei mir wäre das. Ich weiß halt nicht, wie steil diese Wand werden soll. So, jetzt bin ich direkt unter den Wolken. Ja. Die Wand kann schon steil werden. So ein Vulkan ist schon ziemlich steil. Ja, so steil? Das ist schon. Warte, ich muss mir mal von der. Vor allem vom Boden aus angucken. Ja, das könnte fast ein bisschen zu groß sein, oder? Weil das wird ja dann schon wirklich. So steht. Ja, aber das wird ja. Ich weiß nicht, wie steil Vulkane normalerweise sind. Steil. Ja, aber. Also ich würde einfach einen steilen bauen. Gibt ja unterschiedliche in echt. Ich google mal nach Minecraft Vulcano. Das habe ich auch schon oft gemacht, aber geh mal schlafen dabei. Dabei? Okay, teilweise bauen die schon sehr steil. Ja, so würde ich es auch machen. Ah, also gut, machen wir. Dann deswegen, ich würde jetzt mal so das lassen. Ich muss meine Render-Distance mal auf 16 machen, sonst sehe ich hier den Berg gar nicht von hier aus. Ah ja, jetzt sieht man es. Hier kann ich mir das erlauben, hier ist die Performance besser als zu Hause. Wobei, doch, geht. Mist. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Oh, ich habe noch eine Rakete. Gut, dass ich jetzt nicht weggeflogen bin. Ich hätte mir eine Plattform bauen sollen. Ah. Ich komme jetzt auch da hoch. Noch während du drauf bist. Ach, du brauchst eine Plattform. Dann ist es ja easy. Okay. Ist das der Durchmesser vom Krater? Ja, die Anfänge. Das wären jetzt 11x11. Ja, ich denke, das passt auch von der Größe. Viel größer, oder? Oder größer?
Boah, schwierig. Ich glaube, ich würde ihn sogar ein bisschen größer machen. Vielleicht 15? Okay. Wenn ich mich auch nicht verzählt habe. Na, sieht gut aus. Mal gucken, wie sieht's von weitem aus. Ja, doch. Ja, doch, das ist nicht zu groß. Sollen wir es noch größer machen, oder? Ich weiß nicht, weil je breiter wir das machen, desto steiler müssen am Ende die Wände sein. Ja, stimmt. Nee, dann lass mal so. Wenn ich mal hier runter gucke, guck mal, das ist jetzt schon gar nicht so viel Platz. Das muss ja hier bis zum Ufer quasi münden. Ja, die halbe Insel wird hier einfach kompletter Vulkan. Ja, ja, das geht bis zum Ufer der Vulkan. Ja, ja, ja. Aber allein jetzt das ist halt schon relativ steil. Ich geb dir mal ein bisschen Erde. Das sieht wie ein Kreuz aus von oben. Ja. Ja, dieser Schatten meine ich. Ach so. Ich google jetzt nach einem Kreisrechner und du musst den Kreis bauen, weil wenn du googelst, ist es schlecht, ohne Kreis, weil du aufnimmst. Ohne Kreisrechner machen. Und ich würde den aus Stein bauen, nicht aus Erde. Ich habe keinen Stein dabei. Dann hole ich Stein. Hey! Bin AFK. Mhm. Jetzt nimmer. Jetzt bist du auch AFB, away from Berg. Mhm. Stein haben wir doch hier. Ich nehme mal die ganze Schalkertruhe mit. Ja. Und stell die oben drauf. Wir haben ja noch 4 für unten. Mhm. Doch, ich glaube, das wird schon cool, wenn der so hoch ist. Übrigens, apropos Kreisrechner, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, den perfekt kreisförmig zu machen. Weil das ist ein Vulkan. Der muss so ein bisschen zerklüftet sein und so. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich finde, den Krater kann man schon rund machen an sich. Und dann dafür aber halt die Wände unterschiedlich steil. Von der, also je nach. Ja, man kann ja das, also das ist, kann man ja später notfalls noch ein bisschen bearbeiten. Ja, ich würde jetzt einfach mal einen Kreis machen, dass wir so eine Basis haben. Ja, dann hau mal raus. Ich denke, der Kreis ist jetzt 15 mal 15 oder 17 mal 17? Ich glaube 15 mal 15, aber vielleicht zähle ich nochmal nach. Der äußere weg. Ja, 15. Ja, der äußere muss durch den Stein. Ja, du machst quasi in jede Richtung 2. So. Genau, dann einen rein. Mit Stein. Ich würde einen dicken Rand machen. Dicken Rand? Ja. Dann wieder 3. Also noch einen. Nee. Nein, ach so, nee. Auf den, wo du drauf warst, das müssen 3 werden. Ach so, weil du eigentlich gesagt. Ach so, 3. Okay, dann 2. Ja, jetzt sind es 4. Was? Hä, das sind 3. Ach so, du zählst den inneren mit. Zähl mal nur die äußeren. Ja. Alter, da muss ich hier voll umdenken. Ich zähle immer nur die äußeren. Aber okay, also. Das sind jetzt quasi. Jetzt 3 und dann jetzt 2. Warte. Also jetzt. Jetzt sind es hier oben, mit dem mittleren sind es 3 und dann 2. Oder? 3, 2. So. Dann. Alter, so. Das ist einer. So. Nochmal einer. Ne, jetzt geht's schon in die andere Richtung, oder? Und dann. So. Ja. So, ich zähle hier 3, 2, 1. 2, 3. Ich hab den Block unter mir abgebaut. Naja, jetzt kann ich ja den Rest dann nachbauen. Ja. So. Oh Gott, jetzt ist man in der Wolke, wenn man hier auf die Schalkertruhe sich draufstellt. So, ich denke. Oh ja. Das sieht doch soweit schon mal gut aus. Ist das groß genug? Ich weiß es nicht. Das ist schon ziemlich klein von hier unten. Von hier oben auch? Andernfalls. Und ich mag den dicken Rand nicht.
muss ich sagen. Ja, für die Größe, also dafür, dass es so klein ist, ist der Rand ziemlich dick. Aber wenn man es größer macht, wird der Rand ja auch. Ich mach mal den Rand dünn und dann gucken wir mal, ob es dann. Weil wir müssen echt gucken wegen dem Ufer, dass das halt überhaupt noch reicht. Ja, mit einem dünnen Rand sieht es schon mal besser. Also da wirkt es auch größer. Ja, ist ja auch. Innen drin ja, außen nicht. Ja. Aber ich glaube, ich würde es vielleicht trotzdem ein bisschen größer machen. Ja, aber nicht viel. So ein, zwei Blöcke in jede Richtung. Ja. Brauchst du dafür auch einen Kreisrechner? Ja. Wenn schon, denn schon. Dann machen wir es zwei Blöcke größer. Also quasi 17 mal 17. 17 mal 17, ja. Nee. 19 mal 19. 15. Ach so. Ja, 19 mal 19. Warum dann nicht 20? Das ist so eine schöne Zahl. Weil 20 keine einen Blockmitte hat. Verdammt, du hast recht. Jetzt ist, was soll ich mal auf dünn stellen? Ja. Oder wieder dick? Ja, dünn und dann sagst du mir nur die äußeren Blöcke. Okay. Dann funktioniert das. Das heißt, wir haben den Mittelblock und drei in jede Richtung. Drei? Also, ja, Mittelblock nicht mitgezählt, drei in jede Richtung. Okay. Dann 2 1 ja 1 ja 2 in die andere Richtung. Jetzt geht's ja wieder zurück. Ja, also haben 2 3 3 wir haben jetzt 4 2 1 1 nee 4 2 1 1 2 4 ja, okay. Ja. Ja, easy. Dann baue ich mal den anderen schon mal ab. Ja. Haben wir Elytren. Oh ja. Dann schwer das ein Krampf hier zu bauen und vor allem wenn man runterfällt dann. Ja. Oder runtergeschubst wird. Hm. Ja, ja. Das soll auch mal vorkommen. Ah, Risiko halt. Wenn man hier oben berufsbedingtes ist. Risiko. Ja. Ja. So. Toll, jetzt ist eine Wolke da, jetzt sehe ich nichts mehr. Mann. Aber auf dem Block müsstest du noch was sehen. Zumindest bei meinen Wolkeneinstellungen. Meine sind ein bisschen höher, glaube ich. Höher? Ja. Aber das ist die untere Wolkenschicht bei mir. Ja. Ja, die ist schon ein bisschen höher. Also müssen deine Wolken ja niedriger sein. Als meine, wenn du schon in den Wolken bist. Nee, ich bin nicht in den Wolken, aber wenn ich hochfliege, sehe ich nichts mehr. Ach so, ich dachte, das meinte du siehst nichts mehr, weil du in der Wolke bist. Nee, die Wolke ist schon ein bisschen höher als deine. Ja. Ich habe die Standardeinstellung und ich glaube, wir haben die mal ein bisschen runtergestellt. Ja, für unser Gipfelkreuz. Ja. Da unten ist ein Enderman, den kann ich angucken, ohne dass er mich zurück anguckt. Ja, der portet sich da schon hin und her die ganze Zeit. Ja. Und was hältst du von der Größe? Jetzt war ich unten, habe gar nicht geschaut. Ja, ich war oben, aber habe nichts gesehen. Ich würde sagen, wir schlafen eine Nacht drüber und dann gucken wir uns das an. Ja, noch kann man nicht schlafen. Doch, das ist gut so, glaube ich. Hui. Ich ab jetzt mein Vulkanaussichtspunkt. Boah. Hast du eine Bruchlandung hingelegt? Ich habe zu spät nach vorne geguckt. Ich habe ein Herz übrig gehabt. Und das mit Federfall 4. Hallo, Enderman. Wobei, vielleicht kann man es sogar noch einen Ticken größer machen, wenn ich mir das von hier angucke. Ich glaube, das ist gut so. Von hier ist ein echt guter Vulkananschaupunkt. Ja. Hier bist du auch so leicht erhöht und guckst aber trotzdem nach oben. Mhm. Jetzt können wir schlafen. Aber wenn mich der Enderman jetzt hier mal in Ruhe lässt. Der wird dich nicht in Ruhe lassen. Doch. Ach halt, man kann Enderman nicht abschießen. So, Enderman-Freund, du hast jetzt die Wahl. Entweder du lässt mich in Ruhe oder du stirbst einen qualvollen Tod. Jetzt rennt er ins Wasser, ist das dumm. Hier ist ein Händler. Oh. Der rennt auch ins Wasser.
der dumm. Wo ist jetzt der Enderman? Ach, da. Tja, das kommt wohl davon, Kollege. Packeis, roter Sand und so ein Kruscht. So. Also. Jetzt habe ich 4 Enderperlen und einen Grasblock. Oha. Jetzt können wir auch schlafen. Ja. So. Ja, doch. Das ist gut mit dem Krater so, mit der Größe. Wenn ich das so von hier sehe. Das erinnert mich an irgendwas. Aber ich weiß nicht was. An einen fliegenden Kreis. Nee, mit diesem Stab noch und so, ne? Das ist wie so ein altes Ventilrad von so alten Wasserleitungen oder so. Das wenn, ja, wahrscheinlich erinnert es mich an sowas. Hallo Creeper, der taucht hier einfach aus dem Gras auf. Oder das ist einfach das Lenkrad, damit kannst du die Insel fahren. Stimmt. Dann kann man jetzt den Erddinger abbauen, oder? Eigentlich ja. Dann haben wir einen fliegenden Kreis. Nimm mal die Schalgetröhe von hier oben auch mit. Ja. Ist halt jetzt sehr ungeschickt, dass wir von oben nach unten Wände bauen müssen. Ja, wir können ja, ja doch eigentlich, ja, stimmt. Wir müssen es so machen. Ja. Zumindest für den Anfang. Jetzt bist du aber gerade hochgesprungen. Ja. Hab überlegt, ob er dann schneller abbaut. Oh, nee. Nicht in den Boden rein. Weil der hat so schon immer Pausen gemacht dazwischen. Ja. So. Ha ja. Jetzt hat man gar keine gar keinen Vergleich mehr, wie groß das eigentlich ist. Jetzt ist es einfach so random ein schwebender Kreis. Hier ist der Enderman schon wieder. Und das ist ein anderer. Der von vorhin ist irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht wohin. Er ist ein Enderman. Wenn man die weiter anstarrt, bleiben sie stehen. Ja. Wir sind pünktlich am Folgenende angelangt. Aua. Hä, aber das ist voll der gute Trick eigentlich, weil wenn ich einen Enderman verfolge und du den einfach anstarrst, dann bleibt er stehen. Hä? Der hat aufgehört, aggressiv zu sein? Hä? Ja. Also, Friede. Ich wollte nicht hier runterfallen. Da ist ja noch einer. Warum sind hier so viele Endermen? Also, jetzt kann man die Folge beenden. Der hat ein Portzoll geklaut. Bleib mal da. Guck den mal weiter an. Ah, okay. Ja gut, das ist der Nachteil. Der bottet sich weg, wenn er brennt. Ja, das ist voll easy so. Ah ja, dann bleibt er mal stehen. Ja. Und tschüss. Ja? Oh. Ey, was ist da gerade gestorben neben dir? Weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist was gestorben. Ja. So. Du? Nee, zum Glück nicht. Aua. Bah. So. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.